gute Jufa und TV hat gestern ein Video hochgeladen, in dem er sagt, dass er seinen Kanal pausieren will. Das Ganze so lange, bis er wieder Freude an seinen Videos hat und generell will er einfach Videos machen mit mehr Kreativität. Jeder hat Kreativität zu einem gewissen Maß. Sei es jetzt spezielle Fähigkeiten oder einfach nur eine Erfindung. Diese muss nicht einmal einen großen Zweck erfüllen. Es geht darum, um zu verblüffen und anderen eine neue Welt zu zeigen. Oder einfach nur ein krankes Hobby auszuleben. Gerade im Internet findet man da unzähliges. Auch hier auf YouTube. Irgendwo. Ganz vereinzelt. Was geht ab, Elite? Heute mal wieder ein kleines Bonusvideo, weil ich Bock drauf habe. Bock, da geht's schon los. Mich würde mal interessieren, wie viele YouTuber wirklich Bock drauf haben, ein Video zu machen. Und wie viele machen einfach nur ein Video, weil morgen der und der Wochentag ist und da muss ja das und das Format raus. Denn auf dieses Problem sind schon sehr viele große YouTuber gestoßen. Macht euch keine Sorgen, liebe Friends. Es geht bergauf. Auch mir wurde die Frage schon sehr oft gestellt, so CEO, warum machst du eigentlich Videos? Mich nervt diese Frage total, weil man kann die nicht so einfach beantworten. Der Mensch ist nicht so einfach. Ich weiß nur, dass ich YouTube mache, weil ich es machen will. Aber der Mensch ist etwas sehr Widersprüchliches. Schau dich an, du bist ein Widerspruch in dich selbst, wie Sascha sagen würde. Manchmal denke ich mir, Alter, was geht mit euch? Aber Menschen sind so ein Widerspruch, zwei Beine und ein Widerspruch drüber. Und ich bin selbst ein Widerspruch, also jeder Mensch ist ein Widerspruch. Ich finde sogar, das ist eine ziemlich intelligente Aussage. Du hast doch hoffentlich so ein kleines Lieblingsformat auf YouTube. Und am liebsten hättest du gleich sofort eine neue Folge davon. Aber hättest du es wiederum jeden Tag, würdest du es langweilig finden. Du willst unterhalten werden, am besten richtig kreativ. Aber bekommst du eine Woche überhaupt nichts von deinem Lieblings-YouTuber, dann wirst du unzufrieden. Klar hast du Verständnis, du sagst, komm, nimm dir die Zeit, mach ein gutes Video, bevor du nur Scheiße hochlädst und lass dir ruhig Zeit und arbeite daran. Aber eigentlich hätte man doch lieber gleich jetzt sofort die Unterhaltung. Und dann kommt auch noch YouTube ins Spiel mit seinen scheiß Algorithmen und dem beschissenen Geld. Denn nur für dieses scheiß Geld lässt man sich gerne mal so ein bisschen belasten und verbiegen. Es geht nicht mehr darum, gewisse Prozesse zu optimieren, um zu begeistern, sondern einfach nur, um wirtschaftlicher zu sein. Mehr Videos, am besten einfach produziert, mehr Geld. Und das Ganze, also das Geld und auch der YouTube-Algorithmus, blockiert total die Kreativität nach meiner Meinung. Aber wie gesagt, kreativ sein können wir alle. Ich würde gerne mal meine Community, also euch, die wo hier zuhören, auf die Probe stellen. Ich schreibe jetzt einfach mal Penis auf Twitter und Facebook und schau mal, was ihr draus macht. Natürlich muss man dazu euch jetzt ein bisschen Zeit lassen. Juhu! 2000 Jahre später. Ich bin mir sicher, auf so ein plumpes, blödes Kommentar könnt ihr sicher mit sehr viel mehr Kreativität antworten. Ich weiß, ein paar von euch da draußen denken leider, sie wären irgendwie uninteressant oder langweilig. Aber das stimmt einfach nicht. Denn jeder Mensch ist ein komisches Etwas, wo man beim ersten Blick sagt so, hä, wie kann das überhaupt funktionieren? Aber es funktioniert, denn man sieht ja, wie es geht. Dann schauen wir jetzt nun mal eure Antworten an. Also, Theo. Süß. Sicher, dass du schon 25 bist? Hä? Ich bin vor kurzem 18 geworden. Und das Geilste, Sophie hat einen Screenshot gemacht bei 69 Likes. Das ist ziemlich lustig, weil 69 ist ja eine versaute Zahl und, ach egal. Auf Facebook ist das Spielchen ganz ähnlich. Skandal! Captain Niveau, wir sinken! Erdnüsse, Banane. Eine weltbewegende Rede. Ich weine gerade, diese Information hat mein Leben geprägt. Wir erkennen sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen. Die meisten nehmen es eher mit Humor auf. Eigentlich nehmen es alle mit Humor auf. Was auch sonst. Ach, der Test ist für den Arsch. Wenn wir schon bei Facebook sind, an dieser Stelle mal eine kleine Info. Ich habe gerade mittlerweile schon fast 4000 Freunde und man kann ja maximal 5000 Freunde auf Facebook haben. Das heißt, 1000 Plätze sind noch frei. Wer Bock hat, kann auch mir noch eine Anfrage schicken. Ach, da ist die Liste voll und dann geht nichts mehr. Und deswegen mal schnell Anfrage schicken. Ich nehme um 21 Uhr die meisten an. Dann hoffentlich mal schauen, ob wir die Liste bald voll bekommen und so. Auf Facebook kann man mich noch recht gut erreichen. Also da antworte ich meistens immer. Ist ja, ich bekomme sehr viele Nachrichten mal an einem Tag da nicht so, aber in der Regel, wenn man mich gut erwischt, so um 2 Uhr morgens zum Beispiel, da klappt es immer ganz gut. Los geht's, go, go, go! Für mich ist Kreativsein was total Wichtiges im Leben. Wer sagt zum Beispiel, dass man einen Baum fällen muss, um ihn wegzuhaben? Oder dass man ein YouTube-Video nur von einem Set aus gefilmt hochladen kann? Ich wünsche Jonas mit seinem Kanal UFOUNDTV alles Gute, dass er wirklich das so hinbekommt, wie er es gerne hätte. Und das wünsche ich eigentlich allen YouTubern. Traut euch einfach hochzuladen, was ihr wollt. Man verliert zwar immer wieder ganz viele Abonnenten, aber letztendlich bleiben dann die da, die einen wirklich verfolgen wollen. Ich zum Beispiel habe voll die coole Community hinter meinem Rücken. Und das ist ziemlich lustig, denn ich habe wirklich, Moment. Meine Community habe ich wirklich im Rücken. Cool, oder? Kann man das sehen? Ich weiß es nicht. Haben alle unterschrieben. Egal. Ich bin so klein. Alle, die mich schon länger kennen, wissen, sie bekommen manchmal solche ganz komischen Ausnahmevideos. Ein Video, wo ich 1,5 Stunden lang mal durchlaber, ohne irgendwelche coolen Witze oder Einspieler. Sehr, sehr ungewöhnlich für einen Comedy-Kanal. Oder ein Weihnachtsgeschenk für meine Zuschauer am 24., wo ich ein Gedicht geschrieben habe. Also, ein Gedicht, what the fuck, und sowas auf YouTube. Und ein paar von euch haben das Geschenk nicht mal ausgepackt, ihr Schweine. Mann, hab mir voll viel Mühe gegeben. Oder ein Comedy-Video, wo ich frage, so verdammte Scheiße, was läuft denn da verkehrt? Aber in Wahrheit läuft alles genauso, wie ich es haben will. Die Welt, in der wir leben, ist eine Spielewiese. Das darf man nie vergessen. Und es ist scheißegal, ob 2, 3, 10, 100 oder Millionen Menschen einem zuschauen dabei. Mit der Zeit, die man selber zur Verfügung hat, macht man einfach das, was man am liebsten macht. Und
Das lohnt sich immer. Und deswegen bitte keine Fragen mehr, warum hast du mit YouTube angefangen und warum machst du YouTube? Ich mach's, weil ich's machen will. Sonst würde ich's ja nicht tun. So viel Information am Montag, das packt ja keine Sau. Willkommen Endcard, klickt doch auf Abonnieren, falls ihr mich noch nicht kennt. Wäre voll cool. Hier geht's zum letzten Video, ist echt ziemlich cool geworden. Könnt ihr mal abchecken. Ganz witzig eigentlich. Und gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt mir ein schönes Kommentar, so vor allem, was ihr zu dem Thema hier zu sagen habt. Vielleicht habt ihr irgendwas dazu zu sagen und generell, wie ihr das Video so fandet, ich weiß es ja nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder am Mittwoch. Zu Let's Sketch am besten sogar. Ich werde es versuchen zu schaffen. Und bis dann noch eine schöne Zeit und viel Spaß. Bis dann. Juhu. Ich hau jetzt ab. Bis dann.